all you want. Bye. So. Ja. Sick English Skills. Ja, ist mir egal, ob er mich verstanden hat. Soll er weinen gehen? Mann. Dass ich hässlich bin, ist mir bewusst. Vielleicht ist er aber selber hässlich. Habe ich versucht auszudrücken. Ich hoffe, er hat's verstanden. Wenn nicht, ist mir das sowas von egal. Was für ein Typ, ey. Das ist sehr nett, dass ihr meine Reiche verteidigt. Wollt ihr nicht noch die Typen dann ausräuchern, die einen Aufstand proben? Die törichten Untertanen hier wagen es, gegen euch die Waffen zu erheben. Ja. Ogerklinge. Diese Troller. Ja, Kroate, schönen guten Morgen. Ja, vergesst es einfach. Ich brauche niemanden, der mir sagt, dass ich hässlich bin. Das weiß ich schon selber. Aber okay. Tja, ich glaube, ich habe auch 300 Rise of Empires so viermal geguckt. Oh Mann, du bist echt nicht ugly. Ich finde dich eigentlich ganz hübsch. Ich laber doch keinen Kaber. Betrügst du mich etwa, Kappa? Ihr seid mir schon Schlawiner. Also wir könnten jetzt eine Schlacht anfangen, aber ich hätte gerne noch einen weiteren Belagerungsrundsturm. Wir sind alle hässlich, so sind die Zocker normal. Danke, Jin. Danke. So ist es nun mal. Deswegen sind wir Zocker, weil wir hässlich... Nein, stimmt gar nicht. Es gibt auch hübsche Zocker. Und auch sportliche Zocker. Ich bin keins von beiden. Was zur Hölle macht denn der verdammte Zwerg da? Oho. Oha. Und fett, Kappa. Und ungeduscht. Und auch wenn ich damit bis zwei bis dreimal trainiere, wir sind alle fett. Ist halt so, Kappa. Na klar. Ach, macht. Ich mach mir doch schon lange keinen Kopf. Soll mich irgendwelche komischen Hater beleidigen. Mama, die war so gemein zu mir. Do not mistake me for the fool. Come, impress me. Wipe them out. Do not mock me. None shall live. So, okay. Dann hätten wir das. Okay. Okay, also die Schmiede können wir leider nicht upgraden auf maximal, aber das ist ja nicht so schlimm. Genauso wie wir das nicht upgraden können auf maximal. Ich. Aber ist ja eigentlich egal. So. Waldenhofen. Ups. Schon mein ganzes Money ausgegeben. Mann, das ging aber fix. Dammit. So. Theoretisch hätten wir kämpfen müssen. War ungut, dass wir gewartet haben, denn mit Pech läuft er jetzt einfach in seine Feste rein. Was eigentlich ja gar nicht geht, weil wir ihn belagern. So, noch einmal duschen, dann ist Neujahr. Oh, geil. Und natürlich asozial. Noch was vergessen? Dumm. Wir sind dumm. Danke, Lyron. Wir sind natürlich dumm. Er will natürlich uns jetzt als Kumpels haben. Aha. Ja, das kannst du knicken. Ich mach dich jetzt so platt. Ja, eigentlich müsstest du dem traurigen Sound einspielen, wenn du anfängst zu weinen. Oh, Nymeros, du hast so recht. Du hast so recht. Beim nächsten Troll machen wir das. Dann werde ich anfangen zu weinen. Ganz doll. Weil ich beleidigt wurde. Vielleicht fühlen sie sich ja geil dadurch. Und dann fange ich an zu lachen. Fange ich irre an zu lachen. Und dann soll man sich überlegen, vielleicht... Was doof, mich zu verarschen. Moment, ich muss kurz, kurz ein Programm steht, ne?
Von aufgeschnappt, dass du Münchner bist, dann mal liebe Grüße aus Nürnberg. Nice. Sehr schön. Dann sind wir näher, als du denkst, denn ich wohne nicht in München, sondern in der Nähe von München. Ja. Und Hauptschüler. Ja, Hauptschüler ist ja gar nicht so schlimm, meiner Meinung nach. Auch Hauptschüler können was in ihrem Leben bewegen. Sie müssten halt nur ihren Arsch hochbekommen. Ja. Moin, moin! Janemann, Kamehameha, einen schönen guten Morgen. Und wir leben in unseren Spielen. Luft ist für uns Neuland. Ja, Bergbaumschule, Schüler. Nee, wir sind, keine Ahnung. Ja, wir vegetieren halt einfach nur, wie so ein Bio-Komposthaufen. Ist das sein Ernst, dass er das gerade hier versucht? Das ist sein Ernst. Er will Waldhof erobern. Scheiße. Aber das kann er knicken. Ich habe so eine große Armee, ich zerreiß ihn einfach in der Luft. Boah, verfluchter mit Zweihandwaffen, oder? Yeah. Oh ja. Oh. Oh, wir könnten Flugritter machen. Geil. Gepanzert. Boah. Oh ja. Oh ja. Geil. Oh Gott, es gibt so geile Einheiten. Oh. Leid, es tut mir leid, aber das Spiel ist zu geil. Muss ich schon sagen. Es macht einfach Laune. Schade, dass du deine Version erst am Freitag bekommst. Ich glaube nicht, dass du das aushält bis Freitag. Ich glaube, du wirst es in den 24 Stunden wirst du es dir jetzt holen. Ja, so. Kannst du auch deinen Namen tanzen? Nein, da muss ich dich leider enttäuschen. Tanzen kann ich auch nicht. Tanzen, ja. Tanzen mache ich doch nicht. So, ich habe auch als Hauptschüler angefangen. Am Ende hatte ich ein Abi, Kappa. Ich habe auch als Hauptschüler angefangen, habe meinen Realschulabschluss gemacht. Na, Dito, auch über Boss. Oh Mann, ich bin sowieso der Beste im Namen tanzen. Keiner ist besser als ich. Ah, ja. Ja. Kommt. Verstehe nur nicht, was es einem bringt, jemanden zu trollen. Wenn man weiß, dass man danach sowieso gebannt wird. Wenn es einem nicht gefällt, kann man es doch einfach gehen. Das gibt denen irgendwie so einen gewissen Kick. Ich weiß auch nicht, ich habe es nie ausprobiert, deswegen kann ich euch das leider nicht beschreiben. Sag mal, seid ihr eigentlich bescheuert? Die sind doof, oder? Kann das sein? Die werden hinten angegriffen, ja. Und. Ach, die haben. Okay, die haben eine Legion. Sag mal, wie sieht es eigentlich mit eurer Garnison aus? Fast nicht vorhanden. Boah. Ich kann versuchen zu helfen, aber das wird zu lange dauern. Ich habe leider für meinen Zug schon verwirkt. Shit. Shit. Wir müssen den Eroberungskrieg endlich zu Ende führen. Ich gammel noch am Gymi rum, AMK. Lustigerweise bin ich auf einen Gymnasium gegangen, aber durch bestimmte Umstände später auf die Realschule gekommen und danach in die Hauptschule. Aber gut, habe jetzt meinen weiteren Realschulabschluss. Nice. Mit Rationalität kannst du bei solchen nichts bewegen. Genau. Zahlung 6000. Nee, sorry, man. Das ist dann Untergang. Junge. Seid ihr bescheuert? Wieso chaset ihr die? Die sind ganz schön dumm. Habe ich so ein Gefühl. Die sind ganz schön dumm. Weil ihre Heimat gibt's bald nicht mehr. Was ist mit ihren Truppen passiert? Die sind nur plötzlich so klein. Ach. Dann geh nach Hause. Geh nach Hause. Okay, fangen wir den Krieg an, ne? Also lohnt sich hier nicht jetzt das irgendwie noch herauszuzögern. Das könnte knapp werden. Vor allem, weil das alles gepanzerte Einheiten sind, ja. Das sind alles gepanzerte Einheiten.
Die haben Ghule und Fledermäuse und die haben noch einen... Was ist das denn? Was zur Hölle ist das denn? Oh oh, die haben auch noch, die haben noch so ein... Die Belagerungsmaschinen sind bereit, mein Herr. Setzt sie gegen den Feind ein, sodass wir die Aktion bewundern können. Zocken. Okay. So. So, gib es ziemlich lange, ich meine, bei uns fast alles hier wie steht. Ja, wenn man sollte schauen, dass sie dir auf den Lachnerven gehen. Ja. Haben wir das Spiel eben auch gekauft, aber startet nicht. Hat jemand eine Ahnung warum? Xanu, das liegt daran, dass es gerade Serverprobleme gibt. Einfach Offline-Modus starten und dann solltest du keine Probleme mehr haben. Genau. Ah, die Skelettkrieger sind in den Türmen. Genau, sie können ja dann nachrücken. Die Fledermäuse können für ein bisschen Havoc von oben verursachen. Ansonsten der Wargul, beziehungsweise, wir haben ja noch... Wir haben ja noch diese Kriegsmaschinerie. Genau, die können sich dann um das Tor kümmern. Genau, soll ich den Federzocker nennen oder darf ich deinen Namen erfahren? Janemann, ich heiße Patrick. Kannst du mich aber auch Zocker oder so nennen. Das ist ganz dir belassen. Genau. Nee, einfach auf Freundeliste und dann starten. Nein, du musst oben links starten. Selbst dann geht's bei mir nicht. Da kommt nur Startbild und nichts passiert. Xanu, nicht offline. Du wirst als offline angezeigt. Du musst Steam komplett als offline starten. Im Offline-Modus. Oben links geht's. Komplett als Offline-Modus starten und dann, ja. Wir haben hier Zeit, ne? Wir haben keinen Stress. Die Belagerungsmaschinen sind in Position und zum Einsatz bereit. Beginnt euren Vormarsch. Moment. So. Ja, wir haben halt keine Katapulte oder so. Das ist natürlich richtig scheiße. Mal meine Steuerungstaste wird sogar angezeigt, wie sie es machen. Auf jeden. So. Und ja, der Wargul kann eigentlich auch. Genau, auch auf. Wobei, du kannst eigentlich. Ach, scheiße, ja, du. Du kannst hier helfen, aber der Rest, ja. So, ihr lauft den hinterher. Genauso wie ihr auch den hinterher läuft. Was zur Hölle? Was war denn das? Okay. Hi Leon Voss. So, kannst du Patti oder Pattichen nennen? Was? Ja, moin. Hi Leon Voss. Hi DAD. Wunderbar, jetzt geht's. Vielen, vielen Dank. Ja, kein Problem, kein Problem. Offline-Modus ist halt der Offline-Modus. Wenn nur angezeigt wird, dass es der Offline-Modus ist, dann ist es kein richtiger Offline-Modus. Genau, ihr müsst mal euch ein bisschen beeilen. Könnt ihr euch mal ein bisschen beeilen? Ja, ihr auch. Ja, die Schlacht geht sonst ohne euch los. Ach. Ach, das sind solche Einheiten. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, okay. Ja, so langsam kommen wir oben an. So, tut mal euren Job. Als fliegende Vampir. Ja, ihr wisst, was ich meine. Tut mal euren Job. Und helft mal unsere Truppen. So.
So. Wir müssen leider ein bisschen warten jetzt, denn der Turm muss natürlich leer sein, bevor wir rauflaufen können. Ja. Ah, da. Ha, da sind die ersten Einheiten durch. Rauf mit euch. Direkt rauf mit euch. Rauf, 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 rauf. Ja, da ist noch nichts frei. So. Fliegende Vampirkartoffeln, wolltest du sagen. Weißt, das Spiel sieht ja echt dran aus wie ein Age of Panel des 21. Jahrhunderts. Ja. Nur sind wir nicht ganz so Ding. Klar ist, die Engine skaliert ein bisschen runter, weil es zu viele Einheiten sind. Aber wir haben so gesehen ja hier, sind wir eigentlich ganz gut gestellt gerade. Wir müssen nur anfangen, jetzt ein bisschen zu heilen. Night has fallen. So. Die Tore des Feindes wurden zerstört. Das ist sehr gut. Dann können nämlich die ersten Truppen, so gesehen, schon mal hier... Würden Sie bitte... passieren. Ist das euer Ernst? Würden Sie bitte durchgehen? Ach so, ja, können Sie nicht. Okay, ihr dummen Zombies. Würdet ihr bitte... Ja. Genau. Dankeschön. So, die Zombies verpassen auch alles von der Action. Was soll ich dazu sagen? Vor allem, dass sie den Belagerungsturm nicht vielleicht nehmen, einfach. Ja, sieht prinzipiell mal nicht schlecht aus, ne? Sieht mal prinzipiell nicht schlecht aus. Es wäre vielleicht cool, wenn dann die ersten Helden nach oben ihren Arsch bewegen. Denn sie sind so gesehen unsere Elite. Wo zur Hölle sind die eigentlich? Ah, da sind sie. So. Sag mal, was geht eigentlich mit dir? Möchtest du nicht mal dem Kampf beitreten? So. Nice, der Shot da oben steht da. Und jetzt. So, eine neue Zombie. Und damit haben die jetzt gar nicht gerechnet. Oh. Leichtes Futter. Beehänder. Ja, die kämpfen leider ein bisschen immer noch auf der Mauer. Auf der Mauer, auf der Lauer. Auf der Mauer, auf der Lauer. Kurz Update bitte. Was ist das Ziel bei dieser Mission? Hi Hansenpansen. Ich erobere jetzt einen der rebellischen Anführer der Vampire, dessen Festung. Und ja, sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Wir haben den hier so ziemlich aufgerieben. Hier links haben wir noch ein paar kleinere Probleme. Aber das sollten eigentlich ein paar... Ja. Theoretisch sollte wir Verstärkung rausschicken können. Praktisch machen wir das jetzt auch. So, eine Einheit wurde ausgelöscht. Das war klar, dass wir mit Verlusten zu rechnen haben bei einem Belagerungsangriff.
Ja, mehr können wir leider nicht draufschicken. Was die da machen, die machen... Ja, Leute, dann geht bitte raus und lasst mal jemanden rein, der Profi ist, ja? So, Moment. Genau. So. Sag mal, es geht eigentlich bei euch schief. Wieso kann ich nicht mit euch angreifen? Ich kann nicht sagen, angreifen. Wieso nicht? So. Soweit haben wir jetzt alle Kämpfe hier gewonnen. Könnten wir mal endlich die Mauern hier verlassen. So. Dankeschön. So. Wie sieht es eigentlich mit euch aus? Ihr könnt mal hier nach oben laufen. So! So dunkel. Ja. Wir könnten mal schauen, ob es... Boah. Nee, das sieht scheiße aus. Aber allgemein, die Map ist ein bisschen... Ups, jetzt habe ich Kamera zu klein. Ups, nein. So, besser. Ich habe es jetzt ein bisschen heller gemacht. Ich hoffe, das passt. So, aber es ist halt... Zombies, ne? Es ist halt so. Wollte ich dazu sagen. Das Game erinnert mich irgendwie an den letzten Teil von Hobbit. Ja. Seit wann gibt's denn das? Hi, Duncan. Ja. Gut, dass du was erkennst. Ich erkenne irgendwie nur Fabius Gewusel. Hat auch was. Drecksbildschirm aus der Arbeit. Du kannst die Helligkeit bei dir ein bisschen hochstellen, aber... Wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen heller gemacht. Ich hoffe, dass ein bisschen mehr erkennend ist für euch. Aber ich sehe auch hier nur Getümmel. Ja. So, jetzt haben wir die hier ordentlich gesandwiched. Ich mag Sandwiches. Eine Schwertinventarie. Was geht eigentlich hier? Fargul, hilf mal denen hier. Die sind zu doof, eine verdammte Tür einzulaufen. So. The gush was weak. Witness true power. So. Die kammeln sich ja immer noch. Das ist ja mal krass. Wie die sich immer noch kabbeln. Das Problem ist... Ich komme ja hier nicht rauf. Das soll ich euch dazu sagen. Die kabbeln sich da oben immer noch. Ich bin ratlos, meine Freunde. So, ihr zieht euch mal zurück. Also ihr seid zu schwach, um noch irgendwas zu reißen. Not frenzy. Sondern einfach sich zurückziehen. Die warten bis Weihnachten. So, ja. Aber hier warten noch ein paar Truppen auf uns. Aber nicht mehr ganz so viele. Ja, endlich kommen die mal rein. So. So, marschieren Sie einmal bitte straight dorthin. Oh! Fangen sie an zu bewegen? Wohl eher weniger. Oh doch. Jetzt merken sie...
Da kommt ja jemand. Oh Gott, wir sollten vielleicht... was dagegen tun. So. Wargulf, du solltest mal durchrennen. Du solltest mal den Einheiten hier oben helfen. Ja, egal. So, es ist halt Nacht. Ja, mach dir keinen Stress. Mein Arbeitsbildschirm ist nur kacke. Ja, okay. Ich hab's halt ein bisschen heller gemacht, ne? Bunte Farbplexe mit Pfeilen auf schwarzen Grund. Wow. Hi, Iron Nero. Ja, wow. Was soll man dazu sagen? Ah, ja. Ah, ein gutes Schluck Wasser nach einer erfolgreich gewonnenen Schlacht tut immer gut. Meine Freunde. Einfach nur noch Masse an. Sag mal, was machen die Jungs hier? Ach so, okay, gut. Wollte gerade sagen, ihr dürft euch gar nicht mehr bewegen, meine Freunde. Ihr kostet zu viel. Ihr kostet zu viel. So. Genau. Wie sieht's eigentlich... ach, ihr kämpft... naja, wenn man das Kampf nennen kann. Die... was auch immer sie tun sich... kloppen? Ich weiß nicht. Oh, und ja, die zwei, die chillen ihr Leben. Sollen sie ruhig machen, das sind ja Agenten. Können sie ruhig machen. Ich sehe da auf jeden kein Problem. Das ist einfach ihr Leben chillen. Gruftschrecken. Krieg ich mal bitte... einen schönen Surround. Das Untote Wiederbeleben ist schon geil. Es sind zwar nur in Anführungszeichen Zombies, aber du hast direkt einen Surround. Sorry, Boys. Euch habe ich komplett vergessen. Money! Nice! Läuft das wieder. Hab jetzt dreimal hintereinander Gewinn gemacht. Hex confirmed. Krasser Scheiß. Ist das ein Wahnsinn? Wieso kämpfst du nicht? Masse statt Klasse. Hi Andreas, auf jeden. Im Warhammer muss ein guter Ausgleich sein zwischen Masse und Klasse. In Rom 1 und 2 sollte man lieber Klasse als Masse bauen. We win this battle, meine Freunde. Knapper Sieg. Das war auch eine fucking Eroberung, ne? Wir haben ein paar Truppen verloren. Ja, aber nicht so viele, ne? Doch, wir haben schon gut was verloren. Aber schaut euch an, was mein Vargul mal wieder gerissen hat. 122 Tode. Pyrrhus Sieg. Die Toten erheben sich. Erfahrung erhalten. Also, wir haben Vampirfledermäuse sind gefallen, Skelettsperrkämpfer sind gefallen, zwei Truppen von Skelettkrieger sind gefallen. Aber ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus. Oh, wir haben zwei Truppen von Todeswölfen und Fluchritter verloren. Bei einer Eroberung Fluchritter würde ich sagen, okay. So, unterwerfen. Aha. Nee. Besetzen wir natürlich. So. Leider können wir uns nicht ausruhen, denn unser Freund, der ist in höchster Not. Beziehungsweise, wir müssen eigentlich theoretisch
Wie sieht's eigentlich mit Zufriedenheit aus, wenn ich gehen würde? 12 plus. Ja, können wir nicht gehen. March to the shadows. Bernhard Grust. Oh, Herrscher der Toten. Isolde Rathep. Isolde Rathep. Schutz. Leidenschaftlich. Glutaugen. Überzeugung. Wahrsagen. Dunkle Segnung. So, die soll eher mal positiv in unserem Land wirken. Ja, Schwarzhafen ist erstmal verloren. Warum nicht unterwerfen? Weil unterwerfen, ich hab immer alles gerne. Alles meins. Meins, 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 meins. Und, so. Die Coins sind jetzt nur für das Minispiel gut, oder? Genau, momentan. Genau, momentan machst du die Party nicht schlecht, Party. Es gibt natürlich noch viele kleine, die mir auffallen, aber der Ansatz ist schon echt gut. Ich finde Total War, Napoleon und Empire Total war ganz cool. Und dafür, ja, warum nicht unterwerfen? Ich, versklavt, ich hab immer gern ein riesiges Reich, anstatt immer irgendwie komische Vasallen zu haben. Ab einer gewissen Größe ist natürlich Blödsinn. What? Night March. Aber jetzt sind wir noch bei einer Größe, wo ich sag, alles einverleiben, was geht in der Nähe. Ja, direkt alles gekillt. Weil ihr auch doof seid. Weil ihr... Betracht, einige Einheiten in dieser Armee zusammenzuschließen, mein Herr. Auf diese Weise werden sie für die kommenden Schlachten besser gewappnet sein. Und was hat euch das jetzt gebracht? Ihr habt eure Heimat verloren, ihr Idioten. Ja, was, das hat euch nichts gebracht. Aber okay, ja, Einheiten zusammenlegen, bin gerade dabei. So. Gut, der gute Manfred, der bekommt natürlich den Wargul, denn wenn wir ehrlich sind, eigentlich gehört ihm der Wargul. So, kannst du mir aus ein paar Zombies haben und der Skelettos haben wir ja genug. Ja, nimm alle Zombies. Zombies brauchen wir nicht mehr. Genau, und nimm die Tuse. So, du bleibst hier drin, währenddessen wir uns so gesehen mit der nicht unbedingt Hauptstreit macht, aber mit einer Gruftkohle nur. Natürlich wollen wir die geilen Einheiten haben. Die Frage ist, Beehänder. Zocker, wirst du dir Hearts of Iron 4 von Paradox Interactive anschauen? Erscheint am 6. Juni, ist ein zweiter Weltkriegsstrategiespiel. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß es noch nicht. Kann ich in diese Gruft schrecken? Ach, das sind die Viecher. Okay, ja, zusammenlegen. Haben wir ja gemacht. Haben wir ein bisschen was gemacht. Rüstungsdurchdringung. Giftattacken, Regeneration, monströse Infanterie. Ich denke, das ist eigentlich ganz cool. Wir bräuchten ein paar schnelle Einheiten wieder, ne? Wir bräuchten Kavallerie was. Schockkavallerie. Ich denke, das ist eigentlich ganz cool so. Genau, zwei Runden. Okay. Haben wir jetzt gemeint, dass du zum Beispiel die 49 Skelettkriege mit den 49 zusammenpacken kannst?
Ach so. Klar. Zocker, was hast du gedacht? Danke. Okay. Ja, ich brauche noch ein bisschen. Ihr seht, ich bin schon echt lange draußen. Ich hab nie wirklich eine tolle War-Eroberung zu Ende geführt. Das wird so wirklich der Teil, wo ich mich echt damit auseinandersetzen will. Und dass man visuell anpacke. Anpacke und nicht auf den Hosenboden setze. Genau. Dafür bin ich ja da, Kappa. Dafür bist du wirklich da. Ich hatte gehofft, dass irgendjemand da ist, der sich damit auskennt. Ich wusste nicht leider, dass du so krass unterwegs bist. Das Game ist mega geil zum Zuschauen. Also, muss man sagen, zum Zuschauen finde ich das Spiel schon echt geil. Gebe ich dir vollkommen recht. Technologie erforscht, Vampirzirkel. Adelhäuser infiltrieren. Diplomatische Beziehung plus 10 mit allen. Oder Rang beim Helden plus 2. Noch einmal. Einkommen aus verbotener Bibliothek und Türmen des Nekromanten plus 30%. Vampirische Wiederbelebung. Rüstung plus 15 für Kutsche. Angriffsbonus für Kutsche. Die haben wir ja nicht, ne? Ich würde sagen, wir werden jetzt anfangen, andere Zweige zu erforschen. Ich bin so, dass wir jetzt halt so gesehen nicht, ja, Bestien. Genau. Also wir werden später hauptsächlich mit Bestien kämpfen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Wäre lustig, wenn wir halt so eine Armee aus Varguls hätten oder so. Mit so einer Mischung aus Reitern und sonstigen. Das wäre natürlich richtig nice. Müssen wir natürlich ausprobieren. Das Spiel ist echt nice. Also zum Zuschauen auf jeden. So. Ach, Schwarzhafen wurde nicht erobert. Ach so, sie haben es wahrscheinlich nur geplündert und niedergebrannt. Schloss Tempelhof gehört uns. Ja, dauert noch ein bisschen, ne? Dauert noch ein bisschen. Wieso zur Hölle ist hier denn Galgen? Aber die öffentliche Ordnung können wir eigentlich ganz gut gebrauchen. So, damit ist das auch schon vorbei. So. Und wir werden das Gebäude auch gleich direkt abreißen. Brauchen wir ja nicht. Okay. Also, wir könnten jetzt halt natürlich Spukwald bauen. Und dann bauen wir hier das aus. Aber das Problem ist, wir brauchen jetzt erstmal Kohle. 6240 kostet das. Das heißt, wir müssen erstmal kurz sparen. So. Wie lange streamst du heute noch? Man lese bitte schon den Titel. 24 Stunden plus Marathon wird es hier werden. Von 8.30 Uhr an 24 Stunden streamen. Also ich versuche 24 Stunden plus zu spielen. Alter! What the fuck? Wie der sich hier ranschleicht. Ja, keine Chance. Da machen wir automatisches Gefecht und direkt verloren. Ja, da brauchen wir nicht kämpfen. Ja. Ja, ist gut. Wow, wir sind cool. Nicht. Da hat er sich das... Da haben sie sich erhoben. Wiedergerissen. Karakadrin. Ja, wir haben andere Probleme jetzt als die dummen Zwerge. Wir haben hier so kleine komische Vampire-Typen, die sich hier einfach mal... Was heißt eine zerstörte Nebensiedlung? Das heißt, sie ist kaputt. Kann ich die nicht auch wieder aufbauen? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das entzieht sich... Sag mal, kann mir jemand... Wollt ihr mich verarschen? Sag mal, mit wem führen wir eigentlich überhaupt hier Krieg? Kann mir das irgendjemand sagen?
Ich raff's jetzt nicht mehr so gesehen. Irgendwie. Ah, so wechselt man, okay. Tegge! Vielen Dank für den Support! Nice, freut mich natürlich, dass dir gefällt. Genau, im Chat unterwegs sein. Ansonsten sind wir dann im Stadion dabei. Würde mich freuen. Vielen Dank. Was mich abschreckt, wenn ich zugucke, sehe ich dich nur auf der Karte rumtingeln. Ja, das muss man, ja. Oh, sorry, hab's nicht gesehen. Ja, kein Problem, Kroate, kein Problem. Ja, ich bin halt jemand, der braucht ein bisschen länger auf der Karte. Natürlich könnte ich ja da zack, zack, zack einfach meine Entscheidung treffen und gut ist. Ich bin aber so jemand, ich muss immer überlegen. Ich überlege, okay, mit wem lege ich mich jetzt besser an? Lege ich mich jetzt mit denen an, lege ich mich nicht mit denen an? Das ist immer so ein bisschen, ich überlege mir immer alles 500 Mal, bevor ich irgendwas mache. Genau. So. Mit Grenzstadt haben wir ja keinen Stress. Wir haben mit den Karks einen Stress, ne? Oder haben wir mit denen Stress? Nee, die sind nicht rot. Genau. Aberland. Okay, ja, mit denen sind wir nicht im Stress. Ganz makaber. Dein Wort ist mein. Ja, Dinosaurus wrecked. What? Rest in Pepperoni. Bin heute auf jeden Fall eine Weile dabei. Nice. Ja, nice. Normal bei Total War knapp 25% auf der Karte, 25% in der Schlacht. Ja, genau. Du musst auch deine Armeen replacen. Nice. Ach, geil. Also die Vampireinheiten sind schon extrem nice. Ich freue mich auf die Chaos-Truppen. Das wird auch noch geil. So, genau. Ah, wir haben gesagt, wir sparen. Okay. So, Line würde auch, wenn ich nicht morgen früh raus müsste. Man kann die Schlacht selbst spielen, muss aber nicht. Oder wie? Genau so ist es. Ich habe morgen frei. Könnte man, genau. Man kann alles selber spielen, man kann alles vom Computer spielen lassen. Ist einem selbst überlassen. So kleinere Kämpfe... Mein Patience wears thin for thy parley. Manche Schlachten lohnen sich nicht zu kämpfen, weil das zum Beispiel hier war verloren. Was ich aber nicht verstehe, es sind... Was heißt das jetzt? Okay, also man kann es wieder kolonisieren. Okay, das wollte ich nur wissen. So, und jetzt hat... Nice, verfluchte Stadt können wir upgraden. Toll! Nice. So, Militärunterstützung. Wir könnten natürlich hier auch wieder eine Schmiede bauen. Leichenhaufen Garnison, das bringt uns halt gar nichts. Ist halt auch schon auf 3, deswegen bringt uns halt auch Wachstum nichts. Lokale Rekrutierungsplätze, wobei das könnte uns doch schon was bringen. Das lohnt sich halt erst, wenn wir einen Galgen bauen, lohnt sich das halt erst in 10 Runden, dass wir einen Galgen gebaut haben. Waldenhof ist so ein bisschen useless, muss ich sagen. Wir werden das aber ein bisschen umbauen, denn Eschen hat ja Wein. Wenn wir dann hier einfach die Schmiede hinbauen, und dann hier Wein hinbauen, kommt das eigentlich ganz gut raus, ne? Man kann 100% des Spiels auf der Karte spielen, damit kommt man aber nicht weit. Auf jeden. Also, manche Schlachten schlägt man besser als der CPU und manche Schlachten schlägt man schlechter als die CPU. Man muss halt wissen, wann sich es lohnt, zu investieren Zeit und wann nicht. Okay. Ja, das heißt wieder von null aufbauen, ne? Also, diese... Ja, ist ja egal. So, wir hausen jetzt in Ruinen. So, die Grenzstadt. Pfeildorf. Ich habe noch nicht so ganz verstanden...
Ich habe noch nicht verstanden, wer mit uns eigentlich Krieg führt. Aber ich glaube, die hier hinten führen mit uns Krieg, ne? Was auch immer die hier vorne wollen. Ja, die führen mit uns Krieg. Ja, das mit den Orks hier Krieg zu führen, würde ich gerne. Wir müssen halt schauen, das wäre ein Drei-Fronten-Krieg. Beziehungsweise ein Zwei-Fronten-Krieg. So gesehen müssten wir hier kämpfen und wir müssten hier kämpfen. Davor will ich mal mit denen da hinten ein bisschen quatschen, weil die einfach mal reinkommen, zerstören alles und dann kommen, gehen sie wieder raus und sagen: Schlechter als die CPU? Ich sicher nicht. Meinte ich ja auch gar nicht. Manchmal schlägt die CPU schlechtere Kämpfe, habe ich gesagt. Neue Provinz schwindet allmählich. Die Bevölkerung. Oh Gott. An bestimmten Nächten werden bestimmte Ghettos oder Distrikte verlassen. Oh mein Gott. Ein dreieckiges Symbol. Verderber des Waldes. Meister des Schwarms. Vampirfledermäuse. Nahkampfabwehr Vampirfledermäuse. Rüstung durch den Charme. Plus 1 für Vampirfledermäuse. Todeswölfe. Nee, ich hätte eher Quargulfs und Wargeist. Hätte ich gerne ein bisschen Verbesserungen. Frische Beute und von Angst getrieben. Flederbestien. Nice! Ach so! Ja. Jawohl, mein Freund. Jawohl, mein Freund. Was geht eigentlich? Dass die einfach hier dauernd durchrennen. Man versteht es nicht, ne? Aber sie tun es. I will not obey. Alter, das ist eigentlich so eine kleine Splitterfraktion, ne? Approach and make your offer. Stärke Rang 28. Wir sind auf Rang 3. Das Tabakland ist auf 28. Ostland auf 28. 28. Also unterste Schicht. Grenzgrafen. Wieso sind die alle Stärke Rang 28? Ach so, weil wir... Genau, man muss doppelklicken. Oder nicht? Hä? Ja, aber von denen... Ich würde jetzt gerne wissen... Ah, hier. 33. 15. Okay, mit denen sollten wir uns nicht anlegen. Imperium ist 5. Oh Gott, also die wahren Feinde, die bekämpfen wir noch gar nicht. Okay, die Zwerge sind 7. Ich schätze mal, die haben hier halt ein großes Gebiet. Blutsperre. Karagian. Karagisor. Also die Zwerge bekämpfen sich so ein bisschen. Ihre wirtschaftliche Macht stark. Ja, wir wollen mehr aus unserer Situation ziehen. Oh no! Jetzt haben sie es einfach abgelehnt. Verdammt. So, okay. Zahlung. Wir versuchen es mal mit 3.300. Also, sie werden es jetzt einfach immer ablehnen, oder was? Schade, ich hätte die 2.000 nehmen sollen. Okay. Okay, ja, wir müssen jetzt... bisschen warten. Die haben sie wohl ein bisschen verärgert mit unseren hohen Forderungen. Wahrscheinlich ist Rang 28 Leute in nur einer Provinz oder auch nicht. Oder ich habe einfach nicht X gedrückt. Ja, kann ja mal passieren. Kann ja mal passieren. Kann ja mal passieren. Erklärt der folgende Nation, Fraktion der Krieg. Ja. Klar. Wir haben sonst nichts zu tun, als das Imperium das Krieg zu erklären. Das Imperium. Die haben aber Obersteier. 98 Korruption. Oh, da wird sich bald jemand auflehnen. Und ich werde an Ort und Stelle sein. Hm.
Weingrube, Hexen. Oh, Försterhütte. Rundholzer. Rundhölzer. Eine gute Holzhackerei ist da. So. Also wir sind da. Wir sind an Ort und Stelle, wenn's kracht. Ist kein Problem. Ist kein... Das tun wir doch gerne. Wir müssen uns nicht dafür danken. Der Gunther hat schon wieder neue Sachen gelernt. Was geht denn bei Gunther los? Rang 9. Rang 17. 25. 8. So. Ausweichen. Erdung. Magieerdung. Fluch der Jahre. Ja, Schrotflinten-Action. Finde ich eigentlich immer nice. The true born cast eye. Reittiere haben wir noch keins. Politiker. Darkness comes. Darkness comes. Junge, jetzt hört auf hier rumzubrüllen. Mann, die Nachbarn. Was denken die Nachbarn von euch? Ja? Die Zwerge denken, wir werden bekloppt. Oh, die Zwerge gibt's gar nicht. Die Zwerge denken, wir sind bekloppt. Die Orks denken, what's up? Und die Menschen denken, wir würden irgendwelche Menschen abschlachten. Ja, tut mir leid. Wir peitschen die nur ein bisschen aus. Um sie moralisch ein bisschen voranzutreiben. Mann, was denken bloß die Nachbarn von uns? Echt, das ist echt. Orks denken, ne? Tyneffy. Nee, tun sie nicht. Hau drauf! Will ich nicht kaputt machen? Keine Ahnung. Scheiße. Da sind ja wohl das. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Das könnte Probleme bedeuten. Wie stark sind die denn jetzt geworden nach dem 5? Scheiße. 5. Sie haben 18 Siedlungen. What the fuck? 18 Siedlungen haben die. Ja, tschüss. Wir haben alle 4 oder 3 oder so. Die haben 18. Ja, ist. Ja, nee, ist klar. Meine Güte. Okay. So. Wir stehen bereit, meine Freunde. Wir stehen bereit. Mann dich tot mit Keule. Orc Boys for life. Wenn Blood Bowl uns eines lehrt, dann ist es, das Denken bei Orks als lästige Schwäche gilt. Auf jeden, auf jeden. Mädel, du kannst doch was machen. Blood kiss. Okay, so. Also sie betet jetzt schon brav. Bau abgeschlossen. Ja, yeah, wir belassen es jetzt dabei. So, eine Runde, dann wird das hier abgegradet. So, aber anders. Sind Elfen spielbar in diesem Game? Nein, Nervi.
Also später im DLC denke ich, sind die werden nachgereicht. Aber jetzt sind sie noch nicht spielbar. Es fehlen schon noch ein paar Fraktionen. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, welche Fraktionen da jetzt genau noch fehlen, dann müsste ich sagen, ich habe gelogen. Ich habe keine Ahnung, was für Fraktionen noch fehlen. Nein! Oh Gott! Der hat... Oh nein! Er hat die befriedet. Er hat die cool gemacht. Nein! Du Schuft! Hört auf mit dem Blödsinn. Ja, wir müssen leider... Ah, nice. So, jetzt sind wir ready. So. Militärunterstützung, wir brauchen Vampirgrove. Dafür brauchen wir 10.000. Das heißt wohl etwas sparen. Okay. Elfen wäre natürlich auch nice. Aber das dauert noch 4 Runden, wenn überhaupt. So, 50-50 Chance, dass es funktioniert. Eventuell wird das Konsequenzen haben. Eventuell. Der gute Bernhard. Da will man ein bisschen Chaos stiften, dann darf man nicht. Was ist denn hier los? Oh, Backe. Das ist ein Pulverfass, das gleich explodiert. Weil wir stehen halt hier drauf und die Korruption kommt vom Schloss Tempelhof hier rüber. Ja, da sind manche Leute nicht so begeistert. So, 240 wird auf 3. Ja, das können wir uns nicht leisten gerade. Wir müssen sparen auf die Vampirgruft. Und dann unsere Vampire upgraden, damit wir ein paar Varguls bauen können. Ja. Was habt ihr gelernt? Fallt eine Region folgende Feinde der Schwarzfasser Affen. Ihr könnt froh sein, dass sie da überhaupt noch vegetieren dürft, meine Freunde. Ich würde euch gerne meinem Imperium einverleiben, aber ich warte, bis das Pulverfass hier explodiert. So. I thirst. So fear. So, damit sind wir hier fertig. Verderben des Waldes. Vampirfledermäuse. Angriff. Nahkampfangriff für Wahrgeiß. Der Wahrgeiß soll nicht. Wahrguls wollen wir. Wir wollen unsere monströsen Kreaturen, die alles. So. Speak thy words. Da erklärt mir jemand den Krieg. Boah.
Junge. Fuck, wir haben ab heute haben wir unsere eigenen Probleme. Scheiße, wir sind total out of position. Da kommt eine grüne Flut, ne? Ja. Wir sind nicht zufällig gerade out of position. Nein. Ups. Ich dachte, das wäre... Oh Gott. Ich dachte, das wäre ein Kommandant. Dumm. Heinrich Kemmler. Wanderer. Leicht reinzulegen. Ja, das ist ja tatsächlich. Follow me. Würden Sie bitte ein paar Einheiten rekrutieren? Darüber würden wir uns extrem freuen. Und bitte beehren Sie uns bald wieder, denn wir haben ein kleines, aber feines Militärproblem, wenn Sie es so sehen wollen. Good.